Ihr zuverlässiger Partner beim Planen, Bauen und Modernisieren. Kompetenz im Verbund. Besuchen Sie uns unter www.kompetenz-im-verbund.de. Das war der Anpfiff zu der ersten Partie der diesjährigen Hallenschaltmeisterschaft in Castrop-Rauxel. In der Gruppe A treffen aufeinander FC Frohlinde und Eintracht Ickern. Wir sind gespannt auf die erste Partie, weil Frohlinde startet gleich ein... Der Titelverteidiger und auch diesjährig wieder absoluter Favorit. Und auch in Top-Besetzung, so wie ich das sehe. Daniel Diaz dabei, Ahmed Chaki. Und da auch gleich die erste Torschance. Aber trotz allem darf man den Kreisligisten B nicht unterschätzen aus Ickern, der eine spielerisch starke Mannschaft hat. Ja, wie sagt man so oft, ne? Jede Mannschaft wird so 4, 5 gute Spieler schon zusammenkriegen. Genauso sehe ich das auch. Mal sehen, ob auch beide Mannschaften mit diesen Futsalregeln hier klarkommen. Da muss man, glaube ich, den Kreis mal loben, der auch dieses Jahr wieder Futsalregeln rumgeschickt hat, sodass eigentlich alle Mannschaften genug Zeit hatten, sich ordentlich auf dieses Turnier vorzubereiten. Richtig. Marc Flacek am Ball. Linne wechselt im Block. 2 Minuten gespielt, noch keine nennenswerte Torschance im ersten Spiel der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft. Ja, gerade so erste Spiele zeigen ja, dass man sich erstmal akklimatisieren muss, erstmal reinkommen muss ins Turnier. Ja. Ein guter Start ist hier mal sehr wichtig. Ja, Nervosität ist da gang und gäbe, glaube ich, in den ersten Spielen. Djordjic, ja gut, wird da von hinten attackiert, Freistoß. Und wir haben die erste spannende Freistoßszene. Aber es führt zu nichts, Konter der Eintracht Ickern. Und das 1:0 für den FC Frohlinde, Mario Djordjic. Ja, auch da sehen wir, der Fairplay-Anstoß ist noch nicht bei allen angekommen. Ja, das sind halt diese neuen Regeln. Aber ich denke, im Laufe des Turniers werden alle Mannschaften auch die kleinsten Kleinigkeiten kennen und wissen. Interessant auch die Spielzeit von 16 Minuten, die ich für recht lang empfinde. Erstens das und zweitens, gut, hätte man vielleicht 2 Halbzeiten machen können, 8 Minuten. Wobei das auch wieder Zeit in Anspruch nimmt, die ganzen Wechsel, Seitenwechsel. Ja. Und da fast das 2:0. Ja, da ist das 2:0. Da fällt es doch noch. Ja, nachdem die Luskunov noch gescheitert ist am Torwart. Marc Flacek, 2:0, FC Frohlinde. Beherrschen auch das Spiel aktuell. Ickern kommt kaum über die Mittellinie. Ganz interessant auch unsere Positionierung. Wir sitzen direkt hinter der Bank von der FC Frohlinde und können von hier aus auch noch ein bisschen die Anweisungen hören, die die Trainer geben. Und Michael Burs fordert gerade seine Mannschaft auf, Fußball zu spielen. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht aufhört, weil in der kürzester Zeit kann sich auch das Blatt wenden, wenn man da nicht konzentriert ist.
machen die Fohliner ganz gut, wenn ich das sehe. Es sind noch 11 Minuten zu spielen, vielleicht durch eine gelungene Aktion nochmal von Eintracht Eckern, vielleicht nochmal der Anschluss. Vielleicht erleben wir hier noch ein spannendes Spiel. Meine beiden Kommentatoren, ne? Jetzt hat Eckern eine Überzahlsituation. Aber wird frühzeitig abgeschlossen und scheitert am Torwart. Ich glaube, ich blieb aber auch nichts anderes übrig. Es war schon ein Blauer noch mitgelaufen. Ne? Oh, Ahmed Chaki jetzt im Spiel. Bekannt und berüchtigt für seine Hallenkunst. Wie gesagt, 16 Minuten, die können sich sehr, sehr lang ziehen. Ahmed Chaki am Ball. Macht einen souveränen Eindruck. Aktuell haben sie das Geschehen hier wirklich im Griff. Fällt der Anschlusstreffer. Wie wir gerade gesagt haben, es kann sehr, sehr schnell auch in die andere Richtung gehen in der Halle, wenn man da nicht voll fokussiert ist. Eine gelungene Aktion reicht aus. Da haben die Fohliner auch leicht gepennt. Die Unzufriedenheit von Michael Wurz sieht man ihm im Gesicht an. Und gespielt. Und da fasst das 2-2. Den Ausgleich zu erzielen. Aber die müssen natürlich immer wieder aufpassen, auch dann nicht in Konter zu laufen und den dritten Treffer zu kassieren. Ich muss sagen, die Ickerner haben gute, junge Spieler. Schön gehalten vom Tor. Die technisch auch versiert sind und das merkt man hier auch in der Halle. Aber Diaz beinahe mit dem 3-1. Sofort nach dem Anschlusstreffer hat Frohlinde nochmal das Tempo erhöht. Der Trainer, der Ickerner Erkan Gül, Vater des Fußballprofis. Sehr engagiert. Der Klasse. Ahmed Chaki macht er richtig gut und Georgic erhöht auf 3-1. 7 Minuten 40 vor Schluss. Da merkt man die individuelle Klasse dann auch. Das 4-1. Daniel Diaz mit dem 4-1. Das merkt man auch, vielleicht geht den Ickern dann so ein bisschen die Luft raus. Ja, der war jetzt schon ziemlich unbedrängt bei dem Treffer. Das ist ja auch dann irgendwo die Qualität. Ja, das darf man auch nicht ganz vergessen. Georgic 5-1, Frohlinde jetzt. Das wieder ist wohl standesgemäß. Genau. Ja. Da merkt man einfach auch, dass in der Breite hier die Frohlinder gut besetzt sind und einfach die Qualität am Ende den Ausschlag gibt. Aber aufgrund der ersten 8-9 Minuten wäre es schade, wenn jetzt
Eintracht nicht gänzlich abgeschossen wird, weil das hätten sie nicht verdient, weil die haben sich die ersten paar Minuten echt gut gemacht. Richtig, haben sie wirklich gut gemacht. Nur, es ist einfach Fakt, dass Volinda jeder Wechsel wieder Qualität bringt. Bei Eintracht Ickern ist das nicht ganz so der Fall, dass sie da so mithalten können. Wäre auch traurig, wenn es so wäre, als Beligist. Ja, da sehen wir gerade, der Schiedsrichter zeigt da an, die Zeit. Man hat nur 4 Sekunden Zeit, um nach einem Eckball bzw. Abstoß den Ball wieder ins Spiel zu bringen. Oder wenn der Ball im Seitenaus war. Schön. Das 6:1. Didi Liskunov mit dem 6:1. Das halbe Dutzend ist jetzt auch voll. Und immer noch ca. 5 Minuten zu spielen. Favoriten? In der Gruppe A natürlich FC Frohlinde, das beweisen sie gerade auch. Gespannt bin ich auf den TuS Henrichenburg, der es in den letzten Jahren immer wieder geschafft hat, gute Auftritte in der Halle hinzulegen. FC Castrop-Rauxel. Da bin ich persönlich auch sehr gespannt. Ja. Ja, haben sie ja letztes Jahr schon bei ihrer ersten Hallenstadtmeisterschaft recht weit geschafft. Ja. Also eine bisher, ich sag mal, FC Frohlinde als Favoriten, ansonsten eine ausgeglichene Gruppe, wo es spannend wird, wer als zweites mit in die nächste Runde einzieht. Ja, sehe ich genauso. Bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Ist ja auch direkt das nächste Spiel gleich, FC Castrop-Rauxel gegen TuS Henrichenburg, so dann haben wir jede Mannschaft aus der Gruppe A einmal gesehen. Wieder die Liskunov. Ja, mit Chucky zaubert jetzt ein wenig. Ja, beim Stand von 7:1 kann man das auch mal machen. Zu spielen. Ickern hat sich jetzt gänzlich aufgegeben, man merkt es auch, es reicht einfach dann nicht. Zumindest nicht in diesem Spiel. Martin beurteilt zu früh, da fällt das 7:2. Ja, nochmal ein schöner Angriff. Spielzug. Und Linde vielleicht nicht ganz so konzentriert in dem Moment. Ich muss sagen, nach 7:2 hat es nach den ersten paar Minuten gar nicht ausgesehen. Nee, ich glaube, ja, Ickerner stand da gut, haben auch nicht so viel zugelassen. Ist natürlich auch schwer. Ne? Man führt 7:1, das Spiel geht 16 Minuten insgesamt in der Halle. Ja. Man ist vielleicht auch schon dabei, Kräfte zu sparen. Definitiv.
Balleroberung. Aber noch ein blaues Bein dazwischen. Die letzten Sekunden laufen. Kann Frohlinde hier noch ein Tor erzielen? Ja, gut, das hätte man pfeifen müssen sogar. Da hätte beinahe Ika noch das 3:7 erzielt, so nicht. Frohlinde gewinnt im Auftaktspiel 7:2 gegen Eintracht Ika. Hoch verdient. Verdient, absolut. Hallo Michael, erstes Spiel im Auftakt gegen Eintracht Ika. Bist du zufrieden mit der Leistung der Mannschaft? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Optik, Alter. Du hast ja gefühlt irgendwie 400 Kilo abgenommen. Steht dir ganz hervorragend. Vielen Dank. Ja, ich bin zufrieden mit den Jungs. Sie lassen den Ball gut laufen, bewegen sich gut. Wir haben jetzt auch zwei wirklich harte Einheiten mit Donnerstag und Freitag in Knochen. Ja. Von daher gebe ich da noch einen mit bei. Aber für mich ist erstmal in erster Linie wichtig, dass die alle gesund hier wieder rauskommen aus der Halle. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Ja, aber ihr habt trotzdem einen stark besetzten Kader aufgerufen. Diaz dabei, Chucky dabei. Also da willst du, denke ich mal, auch was erreichen hier, wenn du hier schon antrittst mit deiner Truppe, oder? Egal, wo man ein Turnier bestreitet, wenn man antritt, dann sollte man immer für sich in Anspruch nehmen, dass man gewinnen will. Und das wollen wir natürlich auch. Und ich bin tatsächlich heute aus einem Grund hier, weil ich bin echt Fan von Ahmed Chucky. Ich sehe den unfassbar gerne in der Halle spielen. Hallengott. Ja, er macht das halt riesig. Ne? Er ist ein Monsterfußballer und wenn er das so hinkriegt, wie jetzt gerade im ersten Spiel, dass er den Körper zwischen Ball und Gegner hat, da hat er ja auch genug von. Von daher kommt man da relativ schlecht dran. Ich glaube, die Futsalregeln, die kommen ihm ganz gelegen hierbei, ne? Weil das so wirklich gut macht. Ja, ist halt echt ein feiner Fußballer. Aber wir haben einen guten Kader hier in der Halle am Start. Und für uns aber, wie gesagt, wichtig, dass wir gegen Oberkastrop auch mit der besten Aufstellung in der Saison spielen können. Weißt du? Ich hoffe, dass das so ist. Eine Hoffst Frage du das noch? Wirklich? Ich hoffe. Ich würde euch auch den Aufstieg gönnen, so ist es nicht. wen siehst du als Favoriten hier bei der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft? Ja, es sind halt schon die drei Bezirksligisten, ganz klar. Ja. Und wir sind natürlich Titelverteidiger. Und wenn ich da richtig informiert bin, gab es, glaube ich, noch nie in Köstrom einen Titelverteidiger, der am Ende den Titel auch dann verteidigen konnte, also der zweimal hintereinander gewonnen hat. Wahrscheinlich besser informiert als ich, ja. Aber das darf oder kann möglich sein. Ja. Ich helfe euch gerne redaktionell. Ja, also ich kannst auch gerne das Mikrofon gleich übernehmen, wenn ich mal eine Raucherpause einlegen nein, muss. Nein, wir rauchen ja nicht. Wir haben ja aufgehört. Das war ein guter Vorsatz. Nein, also ich glaube schon, dass natürlich Oberkastrop, Schwerin und Frohlinde mit Sicherheit hier die besten Fußballer am Start haben. Ja. Aber im letzten Jahr war es ja wirklich letzte Sekunde. Also ich freue mich auf spannende Spiele und ich hoffe, dass es halt alles fair bleibt. Aber die Jungs, die kennen sich alle ganz gut untereinander. Denke ich auch. Von daher denke ich nicht, dass da was passiert. Hauptsache, jetzt verletzt sich keiner und wir haben alle Spaß. So sieht's Danke, aus. Danke, Micha. Olle. Und erstmal eine Schnitte.